Moin, liebe Lüt. Ich bin in Hamburg auf der Reisen und Caravaning oder auch bekannt ursprünglich mal als OOHH. Eine Messe bei mir ganz in der Nähe. Jetzt ist es noch vor offiziellem Messestart, deswegen ist es hier noch so ruhig. Oh, Kipp sieht auch sehr interessant aus hier. Mit den Minicampern, Mikrocampern. Das ist ja auch eine Klasse, die zunehmend interessanter wird. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, Parkplatz, man muss das ganze Zeugs unterkriegen, ist ein Thema. Und Klasse B, die dürfen die schweren Anhänger ja gar nicht fahren. Und jetzt schauen wir mal in die nächste Halle rein. Ja, auch hier, bevor es offiziell losgeht, ist das alles noch etwas ruhiger und überschaubarer. Es wird noch mal schnell gestaubsaugt, bevor die ersten Gäste kommen. Schaumstofflübke. Manch einer von euch braucht irgendwann auch mal ein neues Kissen, neue Polsterung. Findet ihr alles hier. Wikiwood hat mal wieder Dachzelte. Die habe ich mir auch schon letztes Jahr in Düsseldorf angeguckt. Da fand ich die auch schon sehr, sehr pfiffig. So viel Platz muss man erstmal haben in einem Auto. Weshalb nicht auf dem Auto? Ist genauso gut. Das Mighty Oak. Hybriddachzelt mit Memory-Vormatratze in der 160er-Variante 2890, in der 190er-Variante 3390. Da habt ihr sowas hier. Passt wunderbar auf euren VW-Bus oder ähnliche Fahrzeuge. Geht aber auch kleiner. Da haben wir den Small Willow, der dann zum Beispiel auf einem Anhänger dann montiert wird. Und auch da ist locker genug Platz drin, ne? Wenn wir schon bei Dachzelten sind, Campwerk darf natürlich auch nicht fehlen. Aber da haben wir dann ähnliche Dachkonzepte. Hier haben wir zum Beispiel den Camper Skycamp mit einer Glasfaser-Hartschale. Geht los ab 5280. Sieht dann so aus. Da könnt ihr auch die Hartschale sehen hier. Damit ihr das Ganze dann auch schnell und auch sicher für den Transport dann verpackt ist. Daneben haben wir dann den Adventure. Der liegt bei 2289 Euro. Und das baut auch nicht gerade klein, ne? Da ist schon ordentlich Platz drin. Und hier, dieses ganze Teil wird einfach rübergeklappt. Schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Und damit für den einen oder anderen vielleicht genau die richtige Lösung. Das dürfte wahrscheinlich eines der günstigsten Fahrzeuge aktuell sein. Clever Tour 45 ab 52.990, also knapp 53.000 Euro. Hier sind ein paar Extras mit drin. Macht euch gerne auch ein Standbild. Da sind wir dann bei 59.000. Roundabout. 140 PS hat er dann schon. Die 540er Variante von der Länge her finde ich auch immer ganz pfiffig, wenn man mit dem Raumbedarf auskommt. Das ist natürlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Da jetzt also mit Family loszuwollen, könnte ein bisschen schwierig werden. Aber dann ist das ein sehr kompaktes Fahrzeug, auch gerade in der Stadt. Irgendwo muss der Raum natürlich hergeholt werden. Das heißt, im Heckbett wird ein kleines bisschen was rausgekitzelt durch diese Einsparung. Da holt man sich ein bisschen was raus. Aber hier können zwei Personen schon durchaus nebeneinander vernünftig liegen. Querschläfer. Sie sollten sich allerdings mögen. Also ein bisschen miteinander kuscheln gehört dann schon mit dazu. Ebenso wie auch der Tisch hier. Dann natürlich etwas kleiner ausfällt. Da holt man sich dann auch noch mal wieder ein bisschen was an Raumtiefe her. Denn irgendwo müssen die 60 cm gegenüber dem 599 Modell ja eingespart werden. Aber man hat alles an Bord, was man braucht. Nasszelle, man kann kochen, man kann spülen. Und das Ganze auf einem sehr kompakten Maß. Wenn wir dann schon bei Clever sind, machen wir auch da mal ein schnelles Rush-Up, damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Das wäre eine andere Variante, Clever Celebration Heavy mit einem Aufstelldach Skyroof. Liegt hier in der hier ausgestellten Variante dann schon bei 69.000. So sieht das Ganze dann aus. Und dieses Dachzelt bringt euch natürlich A, Gewicht, aber B, unheimlich viel Raum. Wenn ihr also wirklich Kastenwagen fahren wollt,
mit Family. Und die Kinder sind vielleicht auch schon ein bisschen größer und brauchen ein bisschen mehr Platz. Dann ist das eigentlich die Variante, mit der man wirklich arbeiten kann. Denn hier oben in dem Aufstelldach haben wir wirklich dann viel Platz für einen zusätzlichen Schlafraum, der dann ganz schnell vor Ort hochgeklappt ist. Dann hier mit einer Leiter begehbar. Und man hat trotzdem im Fahrzeug dann nochmal komplett ein zweites Schlafzimmer für die Eltern, die dann vielleicht nicht mehr nach oben klettern wollen. Schön finde ich auch, dass der hier vernünftige Einzelsitze hat. Das scheint mir sogar zu sein. Ja, schaut mal her, den könnt ihr noch ein Stück weit rausziehen. Das heißt, für die zwei, die hier sitzen müssen, wird es dann auch nicht so ungemütlich in der Fahrt, wenn man dann längere Strecken fährt, weil man auch ein bisschen Platz hat und sich nicht direkt auf dem Schoß sitzt. Skyroof haben wir hier mit drin, mit Mückenplissé, mit Verdunkelung. Ja, was ich ja auch in Düsseldorf schon sagte, ne? Die Küchen sind jetzt oftmals solche Kompaktküchen. Zwei Flammen ist ja okay, aber in so einem Becken kriege ich kaum was abgespült. Nasszelle, wie man es kennt, großzügig und alles mit abwaschbaren Kunststoffoberflächen. Das gilt dann auch für die Schiebetür. Da ist Clever schon wirklich clever. Im Vergleich zum 540er, den wir uns eben angeguckt haben, haben wir hier dann diese Einsparung im Bett in der Matratze nicht. Da ist also ein bisschen mehr Liegefläche hier. Auch das ist allerdings ein Querschläfer. Schwarze Schaf ist auch ein Querschläfer. Habe ich kein Problem mit. Ich bin 1,90, ich habe genug Platz. Und da haben wir nochmal die Heckgaragenansicht. Das ist richtig viel Platz hier. Da geht ordentlich was rein. 2x11 Kilo Gas. So, da seht ihr es. Es ist noch nicht ganz so weit. Ja, noch 5 Minuten. Wir stehen schon alle in Pole Position. Gleich geht's hier los. Ich werde mal schnell mich in Deckung bringen und noch mal die letzten 5 Minuten Vorsprung nutzen und in Halle 4 rüber. Ich wünsche euch allen viel Spaß hier auf der Messe. 3 Hallen zum Thema Caravaning gibt es. A1, A4, A3. Und jetzt bin ich in A4 drüben. So habe ich es dann also geschafft, bevor es jetzt offiziell losgeht, zumindest mir schon mal einen Überblick zu verschaffen, was und wer denn alles so da ist. Den LMC, den habe ich schon mal vorgestellt. Innovan. Auf Ford Transit Basis. Da gibt es dann auch eine Automatik, die sofort verfügbar ist. Ford kann das. Das ist ein schönes Fahrzeug. Liegt jetzt aktuell bei 64.990 Euro. Das Tolle ist immer beim Ford, finde ich. 1,90 bin ich groß. Ich habe hier ein ganz anderes Raumgefühl in die Höhe. Das ist wirklich klasse. Das hier finde ich aber richtig gut. Ein anständiges, vernünftiges Waschbecken. Groß genug, tief genug, dass ich da auch wirklich was spülen kann. Das ist nochmal ein ganz neues Raumkonzept von Knaus auf VW Bulle Basis. Das komplette Dach ist ein Hubdach. Damit habt ihr natürlich vor Ort richtig große Raumhöhe, richtig Stehhöhe im Fahrzeug. Wenn ihr das Fahrzeug aber parkt, ist es wesentlich kompakter. Es handelt sich hier um den Tourer Q-Vision 500 MQ auf VW Bulle Basis mit 150 PS. Das Fahrzeug ist dadurch jetzt nur noch 5,90 Meter lang, etwas kürzer als andere Fahrzeuge. Der Ducato als Vergleich in derselben Klasse ist 5,99 Meter und baut natürlich auch insgesamt viel größer. 2,16 Meter breit ist er, 2700 Kilogramm wiegt er, insgesamt darf er 3200 mit Auflastung auch optional 3500 Kilo wiegen. Das Fahrzeug hat einen Grundpreis von 81.000 Euro. Im Sondermodell habt ihr dann all diese Extras, macht euch gerne ein Standbild, für 89.450. Und dann gibt es noch ein paar zusätzliche Extras hier. Die kosten euch dann, so wie das Ausstellungsfahrzeug konfiguriert ist, insgesamt 97.500 Euro. Jetzt gehen wir mal rein. Das Dach ist hochgeklappt. Dadurch habe ich hier natürlich richtig Platz. Wir haben hier hinten eine Liegewiese. Schön zu sehen ist hier das ausgeklappte Raumbad. Also das hier ist eigentlich Liegefläche, dieser Bereich. Da kann man die Matratze drauflegen.
Und dann mache ich euch mal die Tür auf. Dann seht ihr nämlich, dass dieser Duschbereich nach unten runterfahrbar ist. Und dann wird obendrauf einfach die Matratze gelegt und man hat dann entsprechend die Liegefläche. So kann man also diesen Raum sehr, sehr geschickt doppelt nutzen. Da unten ist dann also auch nochmal eine zweite Duschtrennwand, damit das Wasser hier nicht vorne her spritzt. Darüber habe ich mich schon mal gewundert. Das Waschbecken hier, na, das liegt hier genau vor dem Klo. Wie soll man denn ans Klo rankommen? Das ist hier drüber gelöst. Dass man das Waschbecken entsprechend drüber schieben kann. Und dann ist auch die Toilette zugänglich. So kann man auf einem sehr kleinen Fahrzeug richtig viel Schlafplätze unterkriegen, weil hier haben wir nochmal ein komplettes Bett, das wir nach vorne vorrollen können. Da haben wir also richtig Schlaffläche. Auf so einem kleinen Fahrzeug, das wäre wirklich was für ja, 3 bis 4 Personen, wenn sie nicht zu groß sind. Und das Ganze mit dem Fahrkomfort eines VW Bullis. Küchenseite schauen wir uns auch nochmal an. 2-Flammen-Herd. Wieder das leider für mich immer etwas zu kleine Waschbecken, aber das ist Geschmackssache. Den Kühlschrank suche ich noch. Da ist er. Da ist der Kühlschrank, vorne angeschlagen. Und wo ich gerade eben reingetrapst bin, es geht mit einer Stufe nach unten zur Sitzgruppe. Gewöhnt man sich auch schnell dran. Die Markise setzt dadurch natürlich, weil sie ja fest montiert werden muss, etwas tiefer an. Aber die Markise hat immer noch eine vernünftige Höhe, wenn ich dann entsprechend draußen sitzen will. Und eine anständige Heckgarage ist in dem Fahrzeug sogar auch noch drin. Da kriegt man richtig was drin unter. Ich habe Glück gehabt. Inzwischen sind die 5 Minuten um und die Leute strömen rein und zack sind die auch alle da drin. Ich habe es gerade eben noch geschafft, ihn schnell abzufilmen. Ja, das ist der Tourer Q-Vision von Knaus. Reise, ja gut, das ist halt aktuell so Stand der Dinge. Aber hier ist natürlich auch ordentlich viel Technik verbaut und ordentlich viel Pfiff drin. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. So Leute, und den kennt ihr vielleicht auch schon. Caravansalon, da war er noch richtig schön abgesperrt. Hier steht er jetzt einfach mal mitten in der Fläche. Hümer Venture S. 225.000 Euro Grundpreis, damit ihr euer Sonnendeck habt. Was das Fahrzeug natürlich ausmacht, ist einmal diese Treppengeschichte. Pfiffige neue Idee und diese Seitenwände hier aufblasbar. Dadurch ist hier auch eine Luftschicht drin. Das Ganze isoliert natürlich ganz anders. Ihr habt hier oben eine ganz andere Möglichkeit, auch Temperatur drin zu halten in dem Fahrzeug. Habt ein komplettes Schlafdeck da oben. Braucht unten im Grundriss nichts dafür aufzugeben. Dasselbe Spiel haben die hier auch mit dem Bad gemacht. Das ist nämlich ausziehbar. Das kann man hier dearretieren und dann wird es nach hier vorne ausgeklappt. Ihr seht die Schiene da unten und dann hat man das Bad entsprechend größer, dass man mehr Platz hat zum Duschen. Aber ansonsten hat man hier einfach einen schönen, offenen, freien Raum. Und natürlich, nicht zu vergessen, der Ausblick vom eigenen Sonnendeck. Muss man erstmal haben. Bei Kerkam haben wir hier im Angebot den Hümer Free 540 Blue Evolution. Modelljahr 22, Grundpreis 63.400 Euro. Dann ist hier natürlich alles Mögliche an Extras drin. Summe der Sonderausstattung liegt dann bei 18.725 Euro. Frachtkosten kommen auch nochmal mit dazu. Ein kleiner Nachlass wird dann noch gegeben hier drauf, auf diesen Gesamtpreis des Herstellers, sodass ihr bei Kerkam auf einen Hauspreis von knapp 81.000 Euro für das Fahrzeug kommt. Wir haben ein Aufstelldach, das uns natürlich auf 5,40 Meter Länge ordentlich viel Platz bringt. Sitzgruppe vorne, wie man es handelsüblich so kennt. Eine Dusche mit Schiebetür. Gut abgedichtet. Also der Magnet hier hat richtig Kraft, wenn ich das ranziehe. Knack. Da muss ich richtig, na, ihr seht es hier, Kraft aufwenden. Das heißt, das dichtet auch gut ab. Und wir haben auch hier einen Duschvorhang, dass wir diese Seite, die Möbelseite quasi abdecken können. Also nur ein Teil wird abgedeckt, der Rest wird hier dann quasi als Oberfläche durchaus nass.
Leider auch der Spiegel, das heißt immer viel putzen mit dem Spiegel. Und hier haben wir das Heckbett, das hier ganz schnell rauf und runter klappbar ist. So hat man natürlich mit diesem Mechanismus das Ganze auch schnell in der Fahrt gesichert, so dass das nicht hin und her fliegt. Das ist durchaus bei meinem schwarzen Schaf ein bisschen ein Schwachpunkt. Hat sich inzwischen herausgestellt, ich kann zwar bei Pössl das hier oben mit Spanngurten festmachen, mache ich das aber, arbeitet das an der Fahrt dermaßen, dass der Schrank oben, der Boden, immer wieder gezogen wird, sodass bei mir dann die Verriegelung nicht mehr richtig funktionierte. Dieses Konzept belastet die Schränke nicht. Dahinter kann ich die ganzen Matratzen einsperren und schon haben wir das Ganze sauber verstaut und können aber trotzdem mit dem Mittelraum hier nutzen, um sogar auf einem 5,40 Meter Fahrzeug, gegebenenfalls vielleicht sogar so ein Moped oder ähnliches, dann mitzunehmen. Da wird der Platz anders nutzbar. Die Farbe finde ich klasse. Jetzt ist uns netterweise gerade auch die Hecktür aufgemacht worden. Jetzt haben wir also auch hier nochmal einen schönen Blick durch die Raumachse. Da sieht man also, dass man hier tatsächlich dann auch 5,40 Meter Fahrzeuglänge ganz gut was unterkriegen kann, dass hier auch entsprechende Verzurrpunkte drin sind. Da kann man also ein bisschen mehr mitnehmen und hat trotzdem ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug dabei. Vereinzelt sieht man jetzt inzwischen mal solche Schilder hier. Sofort verfügbar. Und am Nachbarfahrzeug steht dasselbe. Da haben wir noch mal einen sofort lieferbaren. Mir scheint, so ein kleines bisschen ändern sich die Zeiten, was die Verfügbarkeiten angeht, was ja uns vorher so ein schönes Problem beliefert hat. Hier haben wir auch ein Moveo, ebenfalls sofort lieferbar von Ostsee Camping Partner. Denn so ein bisschen dreht sich der Markt allmählich. Und ganz golden sind die Zeiten immer noch nicht wieder, was die Verfügbarkeit vor allen Dingen von bestimmten Fahrzeugen angeht. Aber man sieht zunehmend doch auch mal wieder Fahrzeuge, an die man auch schneller wieder herankommen kann. Was sich leider noch nicht so richtig ändert, sind die Preise. Da tut sich noch nicht viel. Ja, da habe ich schon mal was von gehört. XL Pine Cross Cabin. Work anywhere, stay anywhere. Das ist mal ein anderes Raumkonzept. Schauen wir uns mal zusammen an. Das ist ja so ein bisschen ein Demonstrationsfahrzeug, habe ich den Eindruck, was so geht, was man so machen kann mit dem Ausbau. Oder genau, ist es ein fertiges Konzept, das man so kaufen kann? Also es war jetzt ursprünglich als Konzept gedacht. Wir wollten einfach mal unsere ganzen Produkte, die wir auch haben von Alpine hier in einem Fahrzeug zusammenfassen und das Ganze dann am besten auch noch in schön. Wir haben auch noch die Idee gehabt, dass man das mobile Arbeiten, was ja jetzt auch der Trend ist heutzutage, Homeoffice, kann man quasi überall mit hinnehmen. Gerade alle möglichen, also ich denke nur an Fan for Van, der sagt das ja selber immer, Business Camping, ne? Genau. Und das schöne Grüße an Marco. Haben wir das jetzt eben hier in dem Fahrzeug verwirklicht und haben jetzt natürlich tolles Feedback bekommen. Nicht nur hier, sondern auch schon in Stuttgart zuletzt auf der Messe. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Schauen wir mal die nächste Stufe an. Auf alle Fälle ein sehr interessantes Fahrzeug. Ist mal was anderes, da mal reinzugucken. Also kann ich euch echt empfehlen. Und es sitzt sich sehr angenehm auf den Bänken. Da habt ihr euch wirklich guten Sitzkomfort einfallen lassen. Ne? Die meisten sind erstaunt, dass es wesentlich bequemer ist, als es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und hier sind wir bei einem besonderen Fahrzeug. Bei einem ID.Buzz. Hier in der Ausstattung von Skycamper. Die haben sich für den ID.Buzz einen Wohnmobilausbau überlegt. Das Vorführfahrzeug hier ist aus 12/2022, hat erst 550 Kilometer runter und hat einen Gesamtpreis von 83.900 Euro, ausgebaut mit den Möbeln von Skycampern. Und in diesem Skycamper hier, der wirklich frische, witzige Farben hat, da gucken wir jetzt mal zusammen rein. Skycamper bietet also Wohnmobilausbauten an. Ab 4.990 Euro kommen hier dann entsprechende Möbeleinbauten dann hin. Natürlich nicht nur auf dem ID.Buzz, sondern auch auf anderen Fahrzeugbasen. Ein Schrankelement, das auf die oder an die Sitzbank dran montiert ist. Da wird sie uns sogar mal schön hochgeklappt. Hervorragend. Na, da dürft ihr normal sitzen. Habt dann auch immer ein schön gekühltes Getränk direkt daneben. Ausklappbarer Tisch nach vorne.
Im Heck verbirgt sich dann die Küche, sehe ich schon. Hier haben wir kleine Spüle, daneben das Induktionskochfeld. Jetzt habe ich eben schon gesagt, also das ist jetzt mal ein Beispiel für den ID. Buzz, dass man mal sieht, auch mit einem elektrischen Basisfahrzeug kann man schon in diese Richtung kommen. Das ist schon ein sehr, sehr professioneller Ausbau, den ihr hier für den ID. Buzz gemacht habt. Aber da seid ihr ja nicht alleine, sondern ihr habt ja auch, habe ich eben gerade gesehen, auch andere Fahrzeuge, die ihr regelmäßig ausbaut. Welche Modelle sind da bei euch so im Programm? T6.1 bauen wir sehr viel. Ja. Natürlich, der jetzt ausläuft, was schade ist. Dann natürlich den T7-Bus müssen wir in Angriff nehmen. Der im Moment wird noch so ein bisschen, will keiner ran, ich weiß nicht warum. Mhm. Und dann Kräfter, Sprinter. Ja, ja. Also die wie sieht's mit Ford aus? Wollen wir jetzt ran? Wollt ihr auch ran? Wir bleiben uns ja nicht viele Marken übrig. Ja, ja. Wenn ihr dann von den A-Hallen in die B-Hallen rübergeht, habt ihr hier einen entsprechenden Verbindungstunnel, dass ihr nicht die Straße kreuzen müsst. Das würde auch nicht gehen, da würdet ihr das Messegelände verlassen. Hier haben wir außer der Reisen Hamburg dann auch noch die Interdive und die Hamburger Motorradtage. Nicht wundern, hier sind dieses Jahr auch große Flächen leer geblieben. Wenn ich mich richtig erinnere, vor drei Jahren, wo ich schon mal hier auf der Messe gewesen bin, war in diesem Bereich auch Ausstellungen. Hier sind dann auch Vorträge dann gelaufen zu Reisezielen. Das hat man sich dieses Mal gespart. Ihr kommt also von der Brücke und habt dann einfach nur diese Rolltreppe, mit der ihr dann zu den eigentlichen Hallen runterkommt. Neben der Caravaning sind hier auch noch einige andere Messen. So ist die Reisen und auch ein kleines Eck fürs Tauchen ist hier mit untergebracht. Und hier habe ich jetzt gerade was entdeckt, was ich mal ganz interessant finde. Denn Cannes USA hat tatsächlich mal einen amerikanischen Camper hier mit ausgestellt. Ein Ford E450 Super Duty mit Slide-Out. Den gucken wir uns doch mal zusammen an. Das ist ja mal eine andere Art von Caravaning. Hier würde ich sagen, haben wir sogar noch Reste der Verschiffung. Das Fahrzeug dürfte versiegelt gewesen sein. Und dann schauen wir uns den Super Duty mal von innen an. Ich habe einen goldenen Moment, es ist gerade mal ganz leer. Ich habe ihn mal ganz für mich alleine. Durch den Slide-Out hier hat man natürlich gleich noch mal viel mehr Wohnraum. Große Sitzecke. Schönes Queensbett mit nebenan liegender Nasszelle. Alles ein bisschen anders, das sind auch andere Toiletten, die wir hier haben, ne? Schöne Duschkabine. Rustikales Ambiente. Wir haben eine vollwertige Küche hier mit einem richtigen Gasherd und auch einem entsprechenden Gasofen. Die Spülen haben eine vernünftige Tiefe. Ja, selbst der Sessel hier hat so ein bisschen Wohnzimmeranmutung, ne? Ist drehbar gelagert. Das ist eine Kleinraumwohnung auf einem LKW-Chassis, was ihr hier dann bewegt in den USA. Und das hier ist tatsächlich eins der kleineren Fahrzeuge. Man sieht ohne Ende in den USA auf den Highways die großen Liner. Ist aber natürlich, das muss euch klar sein, dann auch immer so ein bisschen die Problematik damit. Ihr braucht dann eigentlich auch immer einen Stellplatz. Die Städtetouren sind damit zum Teil schwierig. Ja, Amerika hat größere Parkplätze, also dann kann man entsprechend an den Einkaufszentren zum Beispiel, ist es überwiegend kein Problem, da sind immer genügend Parkflächen dann da. Lässt sich aushalten. Ist fast SUV-like, würde ich sagen, von der Sitzposition, von der Sicht auf den Highway. Die Spiegel sind schön ausladend, müssen sie auch sein, weil diese Fahrzeuge dann doch recht breit sind. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass ich irgendwann mal eine schöne USA-Tour mache. Ihr habt ja meine USA-Tour, die ich jetzt aktuell gemacht habe, mit Mietwagen und mit Motels gerade auf dem Kanal. Also ich denke mal, irgendwann wird auch eine USA-Tour mit Wohnmobil kommen. Dann kann das durchaus vielleicht mit Cannes USA dann stattfinden. Große Staufächer hier. Mikrowelle sind auch drin. Ja. Also ihr könnt euch mehr Platz schaffen, indem ihr das Bett hier komplett nach vorne kippt. Das mache ich jetzt nicht. Und wenn einer Angst hat, dass er rausfällt, hier kann man natürlich auch dann das Rausfallgitter dann einklicken. Schönes Fahrzeug. LKW-Gestell, also das hat schon eine gewisse Größe. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal eine schöne USA-Tour mit einem gemieteten Camper dann auch mal machen werde. Wir sind in Halle B7. Hier habt ihr also Radausstellungen, hier ist aber auch Reiseausstellung. Da oben haben wir dann entsprechende Ziele.
Eine komplette Bahn haben wir hier, auf der man auch ein bisschen Fun haben kann, wie man sieht. In dieser Halle findet ihr die verschiedensten Radanbieter. E-Bikes, normale Bikes. Und ihr habt hier auch eine kleine Teststrecke, dass ihr die Räder, die ihr interessant findet, dann auch tatsächlich mal direkt gleich ausprobieren könnt. Hier sind wir an der Fahrradteststrecke. Hier könnt ihr also die von euch favorisierten Fahrräder direkt ausprobieren. So solltet ihr es natürlich nicht ausprobieren, aber das ist ein Trail-Weltmeister. Der darf das. Fürs leibliche Wohl findet ihr hier auch einiges. Das ist allerdings eigentlich nicht der Hauptzweck hier von dieser Halle. Aber in jeder Halle findet sich auch immer ein bisschen Food. Es gibt aber einen Bereich vorne, das ist die Genussmesse. Da ist ein Foodtruck neben dem anderen. Da kriegt ihr also alle möglichen Spezialitäten, auch mal ausgefallener Art. Ich bin jetzt in der Genusshalle und ich kann es mal wieder nicht lassen. Ne? Schmeckt nach Dänemark. So, bei Firma Aringer habe ich jetzt noch mal was entdeckt, was mich neugierig gemacht hat. Eine Umlenkrolle fürs Bett. Und du zeigst uns das. Moin Moin und herzlich willkommen bei den Arwingern. Jo! Wie heißt du? Ich bin der Björn. Du bist der Björn, ich bin der Michael. Hallo, ja. Michael. Und ja, da können wir uns mal diese schöne Umlenkrolle angucken, die da vorne eine Funktion hat. Ich bin schon ganz gespannt. Die Arwinger haben im Kundenauftrag einen Ausbau gemacht. Ja? Selbst designt, selbst eingebaut in dieses Fahrzeug. Also das hat der sich dann auch überlegt, dass er es so haben möchte, genau. Genau, für die Vermietung primär gedacht. Ja. Ist dieses hier ein 3,5 Tonnen Fahrzeug. Wir bauen mittlerweile mit den größeren Fahrzeugen mit 4,5 Tonnen darauf aus. Und haben quasi ein Längsbett eingebaut in das Fahrzeug, um das Ganze ein bisschen wohnlicher zu gestalten als Wohnzimmer. Und haben hier 2 Meter mal 1,40 Meter Liegefläche auf einer Kaltschaummatratze mit Viskoseoberfläche. Das heißt, in dem Moment, wo Sie zu Hause keine Federkernmatratze haben, schlafen Sie auf dem gleichen. Ja. Ist ganz einfach und schnell umgebaut, indem wir einfach entriegeln. Unten entriegelt, genau. Dann zieht man es rüber. Da muss natürlich da drüben das Seil dann auch lose sein dafür. Genau, einmal gelöst werden, fertig. Und zack, liegt es. Wunderbar. Genau. Und das Zurückbohren ist auch ganz einfach. Erstmal einmal die Rückenlehne hoch und dann wird das Ganze wieder zurückgeschoben. Und arretiert. Dann haben wir wieder unser Sofa. Schnell und pfiffig. Und man hat hier ein bisschen Ladeplatz, um nochmal ein Fahrrad im Innenraum mit zu transportieren. Genau. Super. Und eine Fußbodenheizung mit 1400 Watt bei Landstromversorgung. Ui, also Strom. Strom. Mhm. Ja. Cool. Schön warm im Fahrzeug, ein Dieselkocher. Ja. Das heißt, ich kann, wenn ich autark stehe, auch Diesel kochen aus dem Fahrzeugtank und habe gleichzeitig die Möglichkeit, dass der Gerät hat die Funktion, dass wenn ich es zumache, dass es auch gleichzeitig in der Heizung ist. Als ist ein VW Crafter, habe ich gesehen. Ist ein VW Crafter als Standard. Ich zeige ihn euch jetzt noch mal von außen, weil diesen VW Crafter könnt ihr auf der Messe jetzt noch käuflich erwerben. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, ist er noch nicht verkauft. Genau. Na, da könnt ihr dieses wunderschöne Fahrzeug. Es ist ein Gebrauchtfahrzeug, aber Baujahr 2020. 2020. Und ungefähr Kilometerstand? 19.000. 19.000, das ist nix. Und dann habt ihr einen Live Nielsen mit 4 Sitzplätzen, 2 Schlafplätzen, 3,5 Tonnen. Und das Ganze für Messepreis 55.000 Euro. Ich drücke euch die Daumen, wenn euch das Auto gefällt, dass es noch da ist. Messerundgang, auch Fritz Berger haben wir hier. Im Vergleich zu anderen Messen mit einem relativ kleinen Stand, aber ein paar ganz interessanten Angeboten dabei. Mein schöner Lieblingsstuhl ist zum Beispiel mit dabei. Um 20 Euro reduziert für 79 Euro. Die Beinauflage nochmal ebenfalls 10 Euro reduziert für 29. Einige kleine praktische Dinge, wie zum Beispiel die Omnia in Maxiform. Bei Fritz Berger kriegt ihr natürlich wieder 10% auf einen Artikel eurer Wahl. Wenn ihr also immer noch mal was haben wolltet von Fritz Berger, ist das tatsächlich noch mal eine Idee. Gibt den Messerabatt ja auch pro Person, dass ihr dann tatsächlich den Wunschartikel, der muss nicht mal hier vorrätig sein, einfach von hier aus bestellt und dann noch mal 10% Rabatt mitnehmt. Ja, das ist die Halle A1 gewesen. Ich bin heute bedient. Das war ein langer Tag mit sehr vielen Schritten. Schadet mir gar nichts, finde ich gut. Und jetzt gehen wir noch mal zu dem Burgerstand.
Da bin ich ja eingeladen worden und dann esse ich nochmal meinen Feierabendburger. Und da sind wir wieder bei Eva und Toms. Hi! Ihr habt mich ja so nett eingeladen, da konnte ich nicht widerstehen. Ich bin da nochmal extra gekommen. Aber ihr sollt auch ein nettes kleines... Das ist jetzt die neue Serie. Jawohl. Etwas kleiner als die beim letzten Mal. Okay. Ne? Habt ihr jetzt auch nochmal einen schönen Aufkleber für euch. Das ist schön, ja. Da freuen wir uns. Ja. Vielen Dank. Gerne, gerne. So, jetzt muss ich mich aber überhaupt erstmal entscheiden, was will ich denn überhaupt essen? Crunchy Chicken. Crunchy Chicken, das ist ein Bringer. Ne? Hier könnt ihr nochmal sehen, also das ist wirklich, ich kann es euch empfehlen, ich habe es in Freiburg schon genossen. Das war vom Camper Tobi und von mir eigentlich so der Lieblingsstand zum Essen. Haben wir uns mittags immer verkostet. Das ist schon meiner, guckt euch das an. Ist das nicht ein Schauspiel hier? Ich weiß, ihr hasst mich, weil ihr meine Videos nur noch gucken könnt, wenn ihr vorher satt seid. So, liebe Leute, ab hier. Wer keinen Hunger kriegen will, bitte abschalten. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Ihr kennt das alles. Messe in Hamburg kann ich euch empfehlen. Ist den Eintritt wert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht weiter schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos. Und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.